Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von. Jetzt müssen wir vielleicht doch noch jemanden näher anstellen. American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Kann sein, dass ich da nochmal ausstehen muss, weil sich jemand hier beschwert. Ja. Wir fahren Kranwagen 77.500 Pfund von von Oxnard, Kalifornien nach Kingsman, Arizona. Ich glaube knapp 400 Meilen, oder 375 Meilen sind das. 375 Meilen. Und ja, haben wieder ein bisschen. Oh. BFSN, sehr schön, leider nur so kurz. In der neuen Season wird es dann, oder welchen versuchen auch mit einer Hoffnung, dass es welche gibt, aber mit längeren Mods, längeren Trucks, längeren Zügen zu fahren. Zu haben, zu fahren. Genau. Ich fahre mit längeren Zügen. Das geht halt nur in ETS. Ach, ETS, in. Sag schon, in in Train Slam World oder schimmenden Bäumen, ne? Oder in Train Slam World oder in Train Simulator, so, meine Güte. Und da dürfen wir tatsächlich Züge fahren. Eigentlich eine Beschränkung, ne, können wir nicht beschränken dran, aber Oversize sind wir natürlich. Okay, ich sehe nichts mehr. Ich schrecken wir ihn runter, das heißt, wir fahren jetzt einfach mal. Kommt noch nichts. Wir müssen gleich rechts und dann fahren wir schon mal hier auf die Spur. Weil es ist zwar schön, auch mit dem Zug und so weiter, aber. Es gibt nur einen Track hier, wie man sieht, aber wäre halt schon geiler, wenn das jetzt nicht gleich vorbei wäre, sondern wenn das noch ein bisschen länger gehen würde. Wenn man hier wirklich, oh Gott, länger wartet. Wäre schon nice. Aber wie es aussieht, machen wir alles, wenn wir was Neues starten. Okay, es wird gleich wieder steil bergauf gehen, das heißt, wir bleiben direkt in der rechten Spur und können auch schon fast den Warnblinker nicht anmachen. Denn die werden wir schleichend hochfahren. Wurde übel. Belastenderweise müssen wir jetzt gleich nach links auf die linke Spur. Und nicht auf die Rest Area. Schon komischer. Schon eine fiese Schelle hier. Recht im Sinne. So ein Eisenking hättest du jetzt auch nicht müssen. Oh Gott.
Was für ein Deutsch. Was für ein Satz. Das wäre schon nice, wenn auch die Züge. Ich weiß gar nicht, kann man das in den Configs irgendwie ändern? Ich glaube nicht, ne? Wenn man das ändern könnte, ich glaube, man kann es nicht. Ich gucke einfach mal nach, wenn das geht, dann mache ich das, und wenn nicht, dann halt beim nächsten Mal, also bei der nächsten Season, bei der neuen Season, bei der frischen neuen Season. Holy, 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 holy moly. Das ist noch ein weiter Weg. Schön hier an den. Schön hier an den Felsen vorbei. Ein Tesla. Also, es macht mir schon Spaß so, ne? Also ich habe keinen. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, habe ich einen. Ich glaube, ich habe kein KI, keine KI-Veränderungen drin, was die KI-Fahrzeuge betrifft. Wenn man nicht direkt durchgelassen wird, dann kommt man auch nicht durch. Nein. Dann kommt man nicht auf die andere Spur. Ab Richtung San Diego, okay. Helikopter. Hat da unten einen Unfall? Ich glaube schon. Also wir jetzt gar nicht im Vorbeifahren so gut sehen können. Also, Vorbeifahren sowieso nicht, aber trotz der gecheateten in einer von solchen Kamera habe ich es nicht gesehen. Halt, stopp. Weiter. Navigationssystem, kannst du mich mal. Ich hätte vielleicht mal vorher nachgucken sollen. Muss ich mich dran gewöhnen, das zu tun. Ach verdammt. Oh je. Aber jetzt auch hier lang. Bin mal gespannt, wie viele Kilometer wir am Ende. Ach, Kilometer, wie viele Meilen wir am Ende durch dann haben. Das ist halt doch schon eine ein bisschen andere Strecke. Ist aber auch schneller, also von daher. Konsum ist über 30 Miles per Hour fahren. Aber hier durch die Stadt kurven. Warum auch immer das Navi uns da immer lang schicken möchte. Warum auch immer die Strecke, das immer die Strecke. Warum auch immer die Strecke bevorzugt hier. So. Mat an und nur geradeaus weiterfahren. Abrechnung Ehrenburg auf der Interstate 10 ist. Ach, das ist eigentlich schon schön hier so von der vom Flair hier mit dem Teil. Müssen wir die hier runter?
heißt halt empfohlen. Die Frage ist, vielleicht die KI nach dem Empfohlenen oder nicht? Scheinbar nicht, das ist schon mal gut. Hätte ich den Tempomat gar nicht deaktivieren müssen. Hä? Jetzt kommen wir auf den steilen Teil der Strecke. Hier gibt es vielleicht einen Unfall, der uns dann wieder ein bisschen weniger Platz bereitstellt. Alles zu kriegen, okay. Gott, gib mir den Highway. Kurve habe ich fast verpasst. Ich war die ganze Zeit ruhig und hast es hier genossen. Und jetzt musst du wieder hier rumwirken, ne? 244 Meilen habe ich noch. Wir haben einen 630 oder 635 PS im Canyon Rust RD 900. Irgendwas in der Art war das. Würde sich empfehlen.
Lass mich vorhin Navi nicht tricksen. Nicht tricksen und fahr einfach schon geradeaus weiter. War das nicht sogar schon mal so, dass uns das auf einer Stelle getrickst hat? Jetzt will ich mir wohl was war. Flagstaff auf die Interstate 40 East. Richtung Kingman und Flagstaff. Stimmt, Flagstaff hätte. Nee. Irgendwie habe ich. Ich habe durch irgendwas Flagstaff im Kopf. Ich weiß noch nicht mehr weswegen. Festgefahren. Oh, Arizona, wir fahren nach Arizona rein, das heißt, wir dürfen auch 70 Miles Power fahren. Demnächst mal bald. Irgendwann eventuell. Auch noch 160 Meilen haben wir es geschafft. Wir müssen zu Plazas ins Hauptbad. Ich hoffe, das ist die angenehme Abladestelle, die wir in der letzten Folge hatten. Und nicht eine von diesen unangenehmen, wo man hinterm Haus einparken muss. Aber ich denke mal, weil es ein Double-Schweider ist, wird das human sein und eher das Prefab vom letzten Mal gewesen sein, sprich ähnlich vor selbe, also die gleiche Abladestelle. Wenn wir gleich bei der Wait Station rausgezogen werden, dann hauen wir uns ja auch gleich mit aufs Ohr. Haben wir jetzt auch schon hinter uns. Wir machen es einfach allgemein. Wir steigen, wir legen uns hin und dann fahren wir weiter. Wir kriegen wie viel? 13.500. Wir sind dem Ganzen noch schon mal ordentlich ein Stückchen näher. Um unseren eigenen Druck zu haben. Wir sind bei 48.000 immerhin schon mal. Und ein neues Level dürften wir auch gleich haben. Ich weiß es nicht, ich schätze mal. Und auf alle Fälle auch die Aufsehwerdung ist immer besser bezahlt. Das wird jetzt flotter vorangehen. Was das betrifft, wir haben uns ein bisschen hochgearbeitet hier in der. Also ein kleines bisschen hochgearbeitet bisher nur, aber wir werden. Wir sind beliebter geworden. Okay, wir müssen raus. Perfekt. Wie so gut wie jeder scheinbar. Der Punkt dabei der Tanke ist ja einfach bei der Tanke. Wunderbar. 120.000 Pfund LKW Gesamtgewicht.
halt nur so langsam rausfährt, ist halt bescheiden, aber der fährt so wirklich los. Können wir auch ruhig mal mit 30 Meilen auf die auf den Highway rauffahren. Beim nächsten an, beim Truckstop. Und tanken auch gleich. Und laden dann morgen früh ab. Bessere Paar von dem Ganzen. In Anführungszeichen besseren Part. Oh. Ja, war knapp. Die eine Meile pro Stunde mehr hätte uns fast $1,100, glaube ich, gekostet. Glaube ich, waren das $1,100? Könnte schnell fahren, ich glaube schon, oder? Irgendwann waren es 1.100, das weiß ich noch. Ich weiß nicht, ob es über die rote Ampel war oder Pizza. Oh. Oh, hier ist scheinbar die Leitplanke. Wird sie neu gesetzt. Muss da scheinbar erneuert werden oder wird einfach halt neu gesetzt, weil das Budget mal dafür da ist. Das war aber knapp, mein Freund. Wir setzen Tempomat auf. Oh. Mach mal keinen Platz. Ich auf O bitte, nicht auf I, dann läuft. Der Cruise Control ist auf 59 Miles per Hour. Und wir kommen zum Truckstop, heißt. Wir tanken kurz und schläfen. Wir legen uns dann hin und schlafen kurz und schließen dann den Trip ab. Steigen wir mal aus und tanken. Tanken müssen wir zum Glück noch nicht bezahlen. Oh. Kommt auch schon rein? Okay. Ich dachte, das kommt später. Oder war das beim anderen spät? Vorne drauf scheinbar oder wie oder was? Okay. Ah, oh, den Fall habe ich gar nicht gesehen. Hoppla. Dann ist es wahrscheinlich jetzt wohl nicht weiter von mir.
dann kurz Heier machen und dann. Sag nicht, das geht hier nicht. Oh, da haben wir dasselbe. Das ist auch so ein Ding, was nicht nervig ist. Meine Güte, das ist nervig. Das ist einfach so schlimm mit den Parkplätzen teilweise echt. Moment, direkt neben den. Wo können wir uns noch hinlegen? Nein, natürlich, das ist echt eine nervige Sache. Geht wieder woanders hin. Probieren wir das halt hier, weil da macht nicht viel Sinn. Wir fahren da an und schlafen da. Hey, wollen wir mal zum Startplatz. Ist das nervig. Kann natürlich auch sein, dass es in den zukünftigen Versionen behoben wurde. Dass einfach auf dieser Version halt so nervig ist. Mal gut. Ist halt so, müssen wir mit leben. Man weiß, wo man schlafen kann, was das ja. Ah.
Das erinnert mich jetzt auch wieder so, also vom wegen Schlafenproblem erinnert mich so ein bisschen an die ganzen alten 18 Wheels of Steel Reihe. Wo man zum Teil bei manchen Varianten, ne, Versionen spielen der Spielreihe ja auch zum Teil auch das sind Arizona, by the way, dass wir auch, dass man da einfach einfach sich auf eine Standesscheibe hinstellen konnte und dann eben kurz geschlafen hat. Ich weiß gar nicht, was war das? Across America? Ich glaube, es war Across America, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr. Oder war das Pedal to the Metal? Es waren auch schon nice Games auch damals. Also das ist damals schon auch. Klar, im Vergleich zu, wenn man es mal so betrachtet, im Vergleich zur jetzigen Variante von meinen sag schon, von einem Truck Simulator war das natürlich. Es sind natürlich Welten dazwischen, aber es sind also good old times. Warum auch immer der Schmier ist schlecht. Was ist denn da unten? Ich habe gleich schon wieder kein Internet. Ich sehe das schon wieder kommen, weil da wieder mit einem Switch. Kuschelst. Wir fahren geradeaus weiter. In Arizona sind es nur 25 Miles per Hour, die man innerorts fahren darf. Okay. Erst aufmalten Kingman. Da fahren wir gleich hin. Route 66 plus. Ah, perfekt. Ein angenehmer Abladeort für diese Fracht. Historic Route 66, okay. Schwingt ja aber schon ordentlich, oh, die KI schwingt ja schon ordentlich bei uns. Auf die falsche Spur, ob wir sie ja nicht wollen. Hoppla. Schnell wollen wir natürlich auch nicht fahren. Erstmal Richtung den Grand Canyon Caverns. Zumindest in die Richtung. Ob ich irgendwie andere Ampel gleich noch ist. Das ist eine Grünphase, aber nicht. Also, verlegen sind sie zumindest schon mal, aber die Frage ist, kriegen wir sie. Weniger.
rein, wenn man bei den 25 Miles per Hour. Oder lässt er uns vor, dann lässt er uns scheinbar vor. Dann können wir auch auf 35 Miles per Hour beschleunigen. Jetzt fahren wir auf der Historic Route 66 scheinbar. Ah, wir haben ordentlich was hinten dran. Toll. Das, haben wir natürlich ein Problem. Kommen wir nicht rum. Ja, ihr seid im Weg. Ich bin im Weg. Müssen wir den Platz machen, dass wir wieder wegkommen. Dass die KI hier durch können, dass wir. Wenn die durch wieder zurückfahren können, dann die nächste Anfrage nehmen. Jetzt. Ungünstig, da warten wir. Ganze Spaß nur, weil wir schlafen wollten. Und Sachen gibt's gar nicht. Musste man doch nicht abladen. Dann müssen wir eventuell von der Fallstrecke bekommen. Vermutlich. Ah, das wäre auch noch spaßig. Gleich haben wir es geschafft, gleich können wir uns hinhauen. Hinter uns freuen sich bestimmt, was jetzt hier so reinkommen können. Da wollte ich hinblicken. Eigentlich. Warum auch immer ich die falsche Taste bekommen habe, erwischt habe. Okay. Interessante Area. Interessante Rest Area. Halten wir einfach mal hier und hauen uns aufs Ohr. Perfekt, Mittwoch,
Wir werden erwartet. Wir haben auf dem kürzesten Wege dorthin. Hoppla. Es war alles geplant, diese Ehrenrunde. Wir hätten uns hier hinstellen können. Scheint. Oh Gott. Ah nee, soll ich gar nicht hin, oder? Doch. Also, soll ich hin? Kann ich irgendwie so? Oh, knappes Ding. Ah, warum war ich gerade bei den Random Kevin? Das war ja jetzt ein unnötiger Move. Wir sind ja einen Spruch hergekommen. My bad. Weiß ich zumindest von der Poststelle wieder. Das war wieder auf der Historic Route 66. Wieder grün, rot meine ich. Ah, wird rot, okay. War ja zu erwarten. Warum einmal vor der Ampel schämen, wenn es auch zweimal geht? Fahren wieder nach hinten dann fahren wieder in Kingman rein und liefern zu Plaster and Sons. Kommen dafür natürlich auch ordentlich Geld, aber ganz gut Geld, aber okayes Geld. Also für aktuell ist es sehr gutes Geld, im weiteren Verlauf das wenig, aber ja, ne? 13.000 haben wir dann dazu bekommen. Und zack. So, was war nicht Malzbauer? Dann gucken wir zum roten Ampel. Eine sehr bescheidene Phase hat. Wir werden da gleich vor der nächsten stehen, wegen der Abbieger. Wegen des Abbiegers. Tja.
sein. Wollte schon gerade sagen, du willst da nicht wirklich fahren. Oh Gott, es kommt mal einer raus. Dankeschön. Wir brauchen halt schon ein bisschen mehr Platz. Wollen wir mal kassieren. Kranwagen von Ochsner nach Kingman geliefert. Auf 458 Meilen war es jetzt doch durch des Schlafens und so weiter. 21,5 Stunden haben wir gebraucht. Knapp 97 Geld verbraucht. 13.678 Dollar bekommen wir dafür und 1079 Erfahrungspunkte sind mittlerweile ein weiteres Level nach oben. Und können demnach auf zerbrechliche Fracht gehen, wodurch wir unter anderem Glas, Elektronikgeräte oder andere empfindliche Maschinen liefern für 5% höhere Vergütung und 22% Erfahrungsbonus. Das war jetzt, ich weiß gar nicht, habe ich das richtig bemessen hier? Ich glaube schon, ja. Folge 6, ich hoffe es hat euch gefallen. So, speichern, perfekt. Folge 7, was könnten wir vielleicht Folge 7 sogar fahren? Also beim letzten Mal ist es so bestimmt. Eventuell Containerschabler von Kingmender Phoenix für nur 10.000. Aber immerhin von Preis pro Schreckeneinheit ist es rentiert sich mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.